Hallo aus Kroatien. Tribal ist das hier. Das ist in der Nähe von Crikvenica, Novi Vinodolski. Also Crikvenica liegt da hinter der Ritsch im Prinzip ungefähr. Da hinten hinter ein Stück weiter, genau dieses Tal eigentlich runter kommt dann Novi Vinodolski. Und wir haben hier, oben ist ein schönes Kastell auf diesem kleinen Hügel. Und wir haben hier in diesem Tal drin diesen wunderschönen und picobello geputzten Landeplatz. Der ist der Knaller. In diese Richtung locker 80 Meter, in diese Richtung 100. Hier habe ich noch mal gute 20, 25, 30 Meter, in diese Richtung noch mal 60, 70 Meter. Und ihr seht auch, dahinter ist das nur leicht bewachsen, dann zwar mit hohem Gras, aber vereinzelte Büsche auch da drüben. Also wenn es dann mal thermisch wird über dem Landeplatz und man fliegt und fliegt und fliegt, muss man eben nur die Nerven behalten und da hinten sich so zwischen die Bäume durchpendeln. Man kommt dann schon runter irgendwie. Ihr seht, super Windsack. Naja, der Windanzeiger da oben drauf, der Pfeil. Ja doch, der funktioniert ganz gut. Der dreht sich echt gut. Aber Flatterbänder haben wir auch. Also, ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war. Den haben die jetzt gerade richtig super in Schuss, den Platz. Und auch die ganzen Windanzeiger, das war letztes Mal, als ich hier war, nicht so. Also, hindernisfrei im Prinzip. Er ist wirklich nahezu eben. Also das ist hier mit Sicherheit auch ein Traum für Hängegleiter. Ich glaube fast, wenn die hier unten jetzt so geputzt haben, dass vielleicht der Startplatz oben vielleicht auch ein bisschen besser aussieht. Also ich kenne die noch ein bisschen so zünftig abenteuerlich. Ja, ihr seht da hinten Stromleitungen, Hochspannung den Berg raufgehen. Das geht dann oben über den Berg rüber, über einige Hügel und Täler da hinten so ein bisschen, also mehr Hügellandschaft. Und dann kommt dahinter noch eine große Senke, dann 3 Kilometer Luftlinie weiter, wo man noch ein anderes Fluggebiet auch findet. So, hier oben bei den Hochspannungsleitungen, ich sag mal so, der letzte da oben ist, sieht man auch so eine Senderantenne, so einen kleinen Zipfel. Und im Prinzip rechts davon, da ist der Startplatz. Wir können den jetzt von hier nicht sehen, aber man kann vom Startplatz direkt auch nicht den Landeplatz sehen, das geht nicht. Man kann aber vom Startplatz, und das ist sehr markant, oben gleich nur ein kleines Stückchen weiter, hier so ein paar hundert Meter sind das nur, ist ein großer, nahezu rechteckiger See. Da wird auch gefischt und geangelt und so weiter. Und der ist natürlich sehr markant. Und nur etwas rechts von dem, also hier dann, ist eben der Landeplatz. Also man kann sich hier hervorragend orientieren. Was es hier zu beachten gibt, wir haben hier Luftraum, den wir beachten müssen. Und zwar wirklich strikt beachten müssen. Aber ich denke, das spreche ich sogar besser oben vom Berg, vom Startplatz aus an, dann kann ich euch das hier im Gelände von dort oben besser erklären. Eigentlich haben wir die Möglichkeit von dort oben, wir können hier etwas rüberfliegen. Ich sag mal Angaben ohne Gewehr. Also wir dürfen nicht, jetzt mache ich doch ein bisschen was vorweg nochmal, wir dürfen nicht rausfliegen über das Tal großartig. Schon gar nicht über die Ritsch da drüben. Ne? Dann gibt es richtig Ärger, weil da ist die Kontrollzone direkt. Wir sind da oben eigentlich am Rand der Kontrollzone. Wir dürfen uns hier an der Ritsch entlang bewegen. Und ihr seht das da hinten runter Richtung Novi Vinodolski. Das dürfen wir abfliegen. Auch in der Höhe gibt es noch etwas zu beachten. Zumindest nach meiner Information, was ich aus der ICAO-Karte rausgelesen habe, haben wir hier dann oben eigentlich 1000 Fuß AGL. Angaben ohne Gewehr. Also macht euch vorher immer selber kundig, wie das aktuell ist. Da oben ist auch eine Hinweistafel, das weiß ich noch. Da ist eine Telefonnummer drauf, wo man einen deutschen und einen kroatischen Ansprechpartner hat. Aber ich zeige euch das oben. Da war eine alte Tafel, das weiß ich noch. Wie gesagt, schon ein Weilchen her, dass ich hier war. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal auf den Berg rauf. Es ist aber in der Höhe doch etwas Wind angesagt. Und im Moment ist es natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr thermisch da oben.
Aber vielleicht geht ja was. Ist so. Hier unten fühlt es sich natürlich immer gut an. Aber der Wind spült da hinten über diese Ritsch hier rüber. Dahinter geht es direkt zum Meer runter. Da ist dann unten auch gleich das Meer. Hier kommt der Wind jetzt hier schon rüber. Also er kommt auch wirklich tatsächlich über den Berg. Ich befürchte, es ist vielleicht dann doch zu unruhig da oben. Ich würde sagen, wir gucken auf den Berg. Was quatsche ich denn lange, ne? Wir gucken auf den Berg und gucken uns das da oben an. Habt ihr Lust? Kommt mit. Ach übrigens, hier vorne ist dieser kleine Schotterweg, der dann hier etwa, ich sag mal, 150 Meter, 200 Meter. Und dann ist da oben die Straße direkt an diesem Schotterweg. An der Straße wird geparkt. Da ist Platz für ein paar Autos. Jetzt piekst nämlich dieses frisch gemähte Gras hier. Da ist Platz für ein paar Autos. Da kann man direkt am Rand stehen. Weil das Runterfahren ist dann ja selbst für ein Gelände-SUV schon sehr spannend. Zu der Auffahrt wirklich ein guter Tipp. Also ich weiß, dass die Locals immer die Route rechts den Berg raufnehmen, weil die Route ist deutlich kürzer, was die Kilometer angeht. Das ist aber sehr spannend. Also wer wirklich mit Höhe Angst hat und schlechte Nerven hat, für den ist das nichts. Ich werde diese Strecke, also ich habe da jetzt kein Problem mit, aber ich werde diese Strecke auch aus einem anderen Grund nicht wieder fahren. Ich bin da mal mit einem Pathfinder hoch und wenn du dann links von dir geht es dann wirklich runter und wenn dein Reifen dann schon so 3-4 Zentimeter über die gemauerte Steinkante rüberragt, weil mehr passt auf diesen Weg nicht drauf, von der Breite her. Also mit dem PKW, mit dem SUV, okay, aber bloß nicht mit dem Kastenwagen. Du kannst doch auch nicht drehen, du kommst da nicht wieder weg. Und dann purzelst du dann den Berg runter, wenn du Pech hast. Also das ist rechtsrum auf gar keinen Fall, würde ich nicht machen. Ja, also kann ich euch nur von abraten. Und dann nimmt man lieber die längere Route hier durch das Tal hintenrum in Kauf. Da kommt man nachher dann auch oben noch in so einen Ort rein, kommt auf eine sehr gut ausgebaute Straße. Und dann, wenn ihr nach Google Maps fahrt, dann will es euch irgendwann mal rechts zwischen die Häuser so eine ganz schmale asphaltierte Straße reinführen, wo es dann super sacke, sausteil, das sind glaube ich 24% Gefälle und das über ewig, also da passt auch nur ein Auto drauf, wenn da einer entgegenkommt, dann gibt das echt, hast du Stress. Einfach ignorieren, was Maps euch sagt und fahrt einfach ein Stück weiter und die nächste rechts, die sie euch dann anbietet, also Maps, ne? Da könnt ihr hochfahren. Das ist dann auch ein kurzes Stück steil, wird nur oben einmal kurz für 10 Meter so schmal, dass nur ein Auto hinpasst, aber nicht auf 500 Meter für nur ein Auto und bei 24%. Also das auch insgesamt auf dem Berg rauf oben, die Route, die dann auf dem Berg oben rüberführt, oben in der Pampa ist das. Da passt also, ja, ein SUV, also in dem Fall auch mit Benny, werde ich da oben jetzt gerade so drauf passen. In der Regel schleifen dann die Spiegel rechts und links gleichzeitig. Am Geäst, am Gebüsch. Wer also ein hohes Fahrzeug, also mit Benny werden wir gerade so drunter durchkommen, durch die Äste und so weiter, ohne dass was kaputt geht. Aber mit einem Wohnmobil da oben, unmöglich. Absolut unmöglich. Dann, also da könnt ihr gleich eure Verkleidungsteile alle oben liegen lassen, ne? Und eure Dachluken, was weiß ich was alles. No way. Kastenwagen, ja, müsst ihr vielleicht den einen oder anderen Kratzer in Kauf nehmen. Nur mal so als Tipp. Ne? Also die fahren hier mit PKWs und mit SUVs, so kleinen Gelände-SUVs, fahren die rauf. Wie gesagt, die nehmen die rechte Kurve. Da passen die gerade so drauf. Das geht ganz gut. Ist halt ein bisschen schneller. Sehr spannend. Die kennen das halt. Aber ich würde den Weg links um den Berg herum empfehlen. Der ist länger, aber wesentlich stressfreier und wenigstens dann oben eigentlich asphaltiert zum allergrößten Teil. Das eine oder andere Schlagloch wird man dann schon auch sehen können wahrscheinlich, aber normalerweise ist die Piste ganz gut. Aber eben extrem schmal. Also auch da für ein SUV oder für einen VW-Bus wird die ein oder andere kleinen Strich geben am Lack, den ich dann vielleicht auch überpolieren wollte, weil ich mir das schon abgewöhnt habe. Ich habe das andauernd, dass ich da irgendwo, dass ich mal ein Geräusch habe am Lack. Ja,
Also, ich würde sagen, gucken wir auf den Berg. Bis gleich. Ja, auf dem Weg jetzt hier runter zum Startplatz findet sich dann auch noch mal eine Tafel in, ich sag mal, neuerem Zustand. Und da sieht man schon, da kann man eine SMS hinschicken und sich anmelden, dass man hier fliegen möchte. Das ist auf jeden Fall erforderlich. Und das ist der Startplatz. Ihr könnt jetzt da unten gerade schon den See sehen. Gut, ne? Und von hier aus gesehen rechts befindet sich dann die Landewiese. Ja, was wir hier beachten müssen, wir haben hier die Stromleitungen, die den Berg runterlaufen. Die kommen drüben von dem Tal bei Fujine. Da war ich gestern beim Fliegen auf dem Likopolje. Und da waren dann noch zwei Piloten. Und die haben gesagt, gestern sind die anderen alle hier geflogen in Triebeil. Ja, ich war vor 3 Jahren das letzte Mal an diesem Startplatz. Die haben hier mächtig was getan, muss man sagen. Damals war das hier sehr zerzaust, nur ein paar so grüne Fetzen, die man sich dann auch erst hinlegen musste. Und jetzt haben wir das hier auch alles mit diesen Stahlklammern richtig befestigt. Also jetzt sind die auch richtig vorwegfliegen und durch Zerzausen geschützt. Denn wir haben hier teilweise, auch im Sommer, aber eben auch im Winter, teilweise eben diese starke Bucher. Und dann peitschen hier oben wirklich Sturmwinde, Orkanböen über diesen Berg und das Willibit hier runter. Oder auch wenn dann von Westen Stürme anziehen. Also hier oben ist schon was los. Geh weg. Will mich nicht pieksen lassen. Ja, wir müssen eins bedenken. Da hinten sieht man den Flughafen von Kirk, Insel Kirk. So, wir sind hier bereits am Rand der Kontrollzone. Hier vorne ist ein Radar. Generell sind Flüge, wenn also hier keiner da ist, ist das Fliegen hier vorher anzumelden. Da ist da oben eine Hinweistafel, da ist eine Telefonnummer drauf, wo man auch eine Telefonnummer, wo für Kroatisch und für Deutsch dran steht. Also da kann man anrufen und kann sich melden und kann sich auch noch Infos holen. Wichtig, wir sind hier direkt im Prinzip innerhalb schon oder am Rand der Kontrollzone von Rijeka hier, von dem Flughafen. Ein Rausfliegen ist generell nicht gestattet. Da drüben, diese Ritsch, wer sich da drüber bewegt schon, der kriegt schon mächtig Ärger. Also, wir bleiben hier am Berg, an dieser Ritsche entlang. Diese Kante geht jetzt etliches in diese Richtung, aber auch viel, viel weiter nach dort. Nach Norden sind wir, soweit ich das weiß, auch eingeschränkt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt weit nach Norden fliegen, vielleicht hier höchstens ein paar hundert Meter mal. Ich würde sagen, wir fliegen nach links in diese Richtung, Richtung Süden. Das sollte oder ist relativ unproblematisch. Und über dem Berg bleiben, über der Ritsch bleiben hier, eben nicht rausfliegen, weil die ganze Kontrollzone geht komplett hier an dieser Kante entlang und da dürfen wir eben nicht rausfliegen. Wir haben auch eine Flughöhenbegrenzung, soweit ich das auf der ICAO-Karte gesehen habe, haben wir hier 1000 Fuß AGL, also 1000 Fuß above ground level. Höher sollten wir auf gar keinen Fall, Angaben ohne Gewähr. Gut, ihr könnt, wie gesagt, dort anrufen, könnt euch auch Telefonnummer holen. Ja, der Startplatz ist erste Sahne. Der ist richtig gut geworden. Das lag hier unten früher alles voll noch richtig mit solchen fetten Felsen. Da sah das so aus wie da drüben.
Ja, und wenn man dann hier nicht genug Gegenwind hatte und so weiter, dann wollte man da unten nicht durch die Felsen hüpfen. Dann hat man sich die Füße gebrochen an dem scharfen Karstgestein. Jetzt ist das hier ein bisschen geputzt, sehe ich. Und wir haben hier auch gut Platz zum Auslegen, können hier hochziehen. Da, wo der Herr steht, da haben wir hier noch gut Anlaufstrecke von ja, ungefähr 8 Meter bis da unten zu der Kante und dann zur Not noch ein bisschen weiter. Also man möchte etwas Wind haben, vielleicht ein bisschen Thermik und dann kommt man hier gut raus. Das geht. Ich sag mal so, in Deutschland würde man sagen, nichts für Anfänger. Hier in den südlichen Ländern oder auch in Spanien sagen, das ist hier der perfekte Anfängerplatz. Wer es meint. Okay, im Moment, wir haben es jetzt 12:30, es ist wahnsinnig thermisch. Der Wind insgesamt ist doch auch etwas stärker als angesagt, als die Wettermodelle das jetzt vorhergesagt haben. Es ist böig, ich starte hier nicht. Nein, das ist zu kritisch. Ich meine, es sind ja auch keine anderen da, ne? Also das ist immer so ein Zeichen, gerade bei so einem Startplatz. Wenn dann keiner da ist, dann sollte man sich überlegen immer, warum, ne? Gibt es Gefahren, die man nicht einschätzen kann? Okay, wir haben hier Startrichtung, ja, wir können hier auf bei südlichen Winden, aber ja, die kommen dann schon ziemlich hier von der Seite auf die Kante. Man muss immer gucken, dass man dann hier nicht seitliche Rotoren hat, die hier über das Gebüsch da drüben drüber zwirbeln. Also ich würde schon sagen, dass man möglichst genau diesen Bereich der Anströmung nutzen sollte zum Fliegen. Es ist von Süd bis West angegeben, hier der Startplatz. Ich sag mal, auf Südwest sind wir hier gut bedient und auch diese Startrichtung, diese Windrichtung sollte man präferieren, finde ich. Ja, ansonsten, wir haben hier gleich ordentliche Höhenmeter bis nach unten zum Landeplatz. Also ganz fantastisch. Ja, Toplanden, ja, es ist halt felsig, ne? Muss man wissen. Da drüben sind die Stromleitungen und hier oben ist es halt immer dann so felsig. Und die Dinger sind durchaus so 40, 50, 60 Zentimeter hoch. Man sieht den Dingern das nicht an. Das Gras täuscht das ein bisschen. Oder dann eben hier direkt auf dem Platz landen. Aber wenn das dann hier oben thermisch und ein bisschen windig ist, also ich würde auf jeden Fall die Wiese unten anfliegen, weil die ist riesig groß. Dies kann man sauber anfliegen, da kann man sauber eine Landeanteilung auffliegen. Geht hervorragend, ne? Ja. Ja, schade, dass es jetzt heute nicht fliegt. Vielleicht heute Nachmittag. Nee. Aber ich finde es noch ein bisschen zunehmen, glaube ich. Ah, naja, ihr werdet sehen. Also wenn ich hier noch fliege, kriegt ihr noch einen Flug zu sehen, ne? Nur nicht heute. Gib mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Startplatz, oder? Jo. Tschüss, macht's gut. Geiles Panorama. Wenn man allein diese Ridge von unten sieht, wie das hier rüber geht, zig Kilometer. Hammer. Total geil. Macht's gut.